So funktioniert das Safety Car in der Formel 1. Um im Falle eines Unfalls blitzschnell reagieren zu können, steckt in so einem Formel 1 Safety Car extrem viel Technik. Im Innenraum befinden sich beispielsweise zwei Bildschirme, über die Bernd Mailänder und sein Co-Pilot das Rennen und den aktuellen GPS-Standort jedes Fahrzeugs auf der Strecke sehen können. Kommt es nun zu einem Unfall, wird über diese Knöpfe der direkte Kontakt zur Race Control hergestellt und die Lichter, die sich beim AMG unter der Windschutzscheibe und dem Heckspoiler befinden, aktiviert. Ein weiteres Feature ist der Rückspiegel, der eigentlich das Bild der Heckkamera wiedergibt und dem Fahrer einen Überblick über das gesamte hinterherfahrende Feld gibt. 730 PS und ein wildes Aerodynamikpaket machen dieses Auto sogar nochmal 5 Sekunden schneller als den Aston Martin Vantage. Aber welches ist dein Lieblings-Safety-Car? Schreib's in die Kommentare.